Eugen Drewermann ist weit über Insider der katholischen Kirche hinaus bekannt. Er hat Theologie studiert und wurde zum Priester geweiht. Seine Ansichten aber stießen bei der Amtskirche auf Widerstand. Trotz des Protestes zahlreicher Theologen und Laien wurde ihm 1992 ein Predigtverbot erteilt und 1992 im März das Priesteramt entzogen. In unserem Beitrag Heil ohne Liebe mit Fragezeichen versehen, spricht er über den religionsgeschichtlichen Ursprung des Zölibats und begründet seine Kritik an den Zölibatspraktiken der katholischen Kirche. Die Menschen haben längst gelernt, dass eine Alternative, liebst du einen Mann oder eine Frau oder liebst du Gott, eine falsch gestellte Alternative ist. Wir finden Gott nirgendwo anders als im ganz normalen Alltag der Hingabe aneinander. Ein Jenseits davon existiert nicht. Die Liebe ist das Natürlichste von der Welt. Wie konnte es je zum Ideal werden, auf sie zu verzichten? Um das zu verstehen, muss man beim Natürlichsten anfangen, bei der Natur und nicht bei der Sexualfeindlichkeit der Kirche. Die Frage ist Jahrtausende älter. Die Evolution hat Sexualität zugleich mit dem Tod hervorgebracht. Schon Tiere kennen die individuelle Liebe. Aber die Natur hat mit dem Schönsten im Leben das Erschreckendste verbunden. Da setzt sich die Liebe und der Tod als ein Gegensatz, der andauert bis in unser Dasein hinein. Das Paradoxe ist, dass die Liebe beginnt zu leiden an dem, was sie selber erzeugt hat, an dem Sterbedasein, an der Notwendigkeit des Todes. Sobald es die Fruchtbarkeit, sobald es die Sexualität gibt, muss es den Tod geben. Keine Art kann sich ins Uferlose vermehren. Aber gerade daran leidet die Liebe und so wird sie zur Geburtsstunde der Hoffnung auf unsterbliches Leben. Das dem Einzelnen vergönnt sein möge, nicht dem Gang der Art. Schon um die Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus gibt es eine neue Stufe der Bewusstwerdung, in der die Menschen beginnen, unter der Natur, von der sie leben, zu leiden. Sie entdecken in einem Ausmaß die Bedeutung der Individualität, dass sie nicht länger mehr bereit sind, von der Natur sich verschleißen zu lassen im Haushalt ihres Energiegewinns. Der Gedanke wird jetzt, vor allem in Ostasien, im Buddhismus speziell, dass das Leben in den irdischen Bedingungen identisch ist mit Leiden, mit Leere, mit Schmerz. Solange Menschen sich an diese Welt binden, werden sie darunter gequält werden, weil der Tod ihnen alles entreißt. Der Buddha bekanntlich ging auf die Suche, als er einen Bettler, einen Kranken und einen Sterbenden am Wegesrand traf. Und er sagte sich, es gibt keine andere Form, diese Geißeln der irdischen Existenz zu widerlegen, als indem wir aufhören, uns daran zu hängen. Wir treten aus dem Naturzusammenhang heraus, indem wir nicht mehr daran haften. Das ist inklusive auch der Verzicht auf das Glück persönlich gelebter Liebe. Zugleich eine mögliche Universalisierung des Gefühls von Mitleid, von Rücksichtnahme, von Heiligsprechung allen Lebens, dem man mit Schonung und Güte begegnet. Es gibt keine Gründe mehr der Grausamkeit, des Egoismus, die ja auch aus einem falschen Haften an der Welt stammen. Man muss diese Wahrheit in den alten Mönchsformen erst einmal begreifen. Man muss den Gedanken des Augustinus im Abendland mitvollziehen. Dass wir alle Dinge begreifen und benennen können, sie werden niemals Gott sein. Irgendwo bleiben sie vergänglich und sind also leer. Die Kultur der Askese und des Triebverzichts bedeutete einen ungeheuren Fortschritt im Bewusstsein. Er war jedoch erkauft durch eine grausame Verarmung. Im geistlichen Stand wurde allzu oft die Entsagung aus Einsicht zur auferlegten Pflicht der Verdrängung. Die Religion selbst litt am Ende Schaden, weil sich von der himmlischen Lust nicht anders reden lässt als in Bildern der Natur und der irdischen Liebe. Davon zeugt die Gottespoesie der Mystik. Sie sublimiert die Glut der Begierde, indem sie Gott zum schönsten Liebhaber macht, der die Seele mit den zärtlichsten Liebkosungen erquickt. Nur ein Wunschtraum von Asketen? Es ist unbestreitbar, dass sexuelle Energien
die nicht unmittelbar gelebt werden in einer Partnerbeziehung, sich ausdehnen können als poetische, als künstlerische Energie, als Motor kulturell tätig zu sein, kreativ zu werden. Da wird enorm viel an Fantasie, an Vorstellungskraft, an psychischer Energie in mögliche andere Kanäle geleitet. Und das ist gut so. Die Kultur lebt davon, das menschliche Zusammenleben wird dadurch reicher. Aber ein ganz anderes ist es, den Begriff der Sublimation zum Zwecke einer falschen, asketischen Ideologie der Triebrepression zu missbrauchen. Den Menschen also in ein Unglück unter moralischen oder religiösen Vorstellungen hineinzuzwingen und dann zu sagen, nun verkoche sozusagen mal deine Triebenergien, damit wir, die Kircheninstitution oder die Gesellschaft, davon etwas haben. Was den Zölibat speziell in der katholischen Kirche angeht, so ist die Männerdominanz paradoxerweise auf das Äußerste damit verbunden. Man etabliert einen heiligen Stand, der mit einer magischen Aura des Besonderen umgeben wird. Frauen, die sich da hineinbegeben, gelten von Anfang an als die zweite Eva, als die mögliche Schlange des Paradieses zur Versuchung. Man muss die Männer fernhalten von den Frauen, damit sie ihre Heiligkeit bewahren. Und eine Kirche, die die Priester nur weiht, wenn sie mit einer Frau nie Erfahrung haben, ideologisiert sozusagen die Lebensunerfahrenheit. Die Verweigerungsangst, die Triebverdrängung zum Ausweis des Heiligen und Gottgewollten. Und das geht nicht länger im Jahre 1994. Wir möchten nicht mehr, dass die Liebe zu Gott sich abspaltet von der glaubhaften Liebe zu Menschen an unserer Seite. Wir möchten nicht, dass sie ein Klagegesang der Einsamkeit wird. Ich glaube, worauf wir heute warten, ist eine Synthese zwischen der Trauer über die Endlichkeit der Welt und dem Mut der Liebe, zu einem sterblichen Menschen zu stehen, buchstäblich in alle Ewigkeit. In den Kellern der Seele geistert die Sehnsucht, je mehr die Sexualität aus dem Leben verbannt wird. Die wenigsten können die Entsagung für sich und andere fruchtbar machen. Die meisten haben nur Leid, Einsamkeit und oft genug Verzweiflung davon. Dabei sollte gerade die christliche Hoffnung Mut machen, das archaische Entweder-Oder zu überwinden. Nur die Liebe ist stark wie der Tod. Das lernte in der Synagoge schon Jesus und er lehrte, Gott ist die Liebe. Worauf wir heute warten, in meinen Augen, ist eine neue Synthese. Indem wir zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit, zwischen Gott und Mensch, das endlich wahrmachen, was in meinen Augen Jesus im Neuen Testament versucht hat. Er wollte das menschliche Leben in seiner Kleinheit so groß erscheinen lassen, dass darin Gott erfahren wird. Ihr seid doch viel mehr wert, kann er einmal sagen, als alle Blumen auf dem Felde. Ihr seid viel schöner als König Salomo in all seinen Prachtgewändern. Und was sorgt ihr euch um den morgigen Tag? Wenn ihr heute lebt, in all dem Glück, das euch zukommt, in all der Freiheit, all der Größe, da fängt doch der Himmel für euch an.